Da geht's auch noch rüber. Gehen wir erstmal hier weiter. Hier gibt's noch ein größeres Plateau. Da unten ging's auch noch hin. Jetzt schlage ich ein paar Schädlein. Bones, ich brauche deine Hilfe. Und zwar schnellstens. Ach, ein Snapper ist nicht zu sparen. Getrieben, man kann sich äußerst wehren. Jetzt haben wir ein Problem. Und des Baumes hier machen wir nicht immer. Wir sind ein wenig auf uns angewiesen. Aus deiner Haut. Danke fürs Heilen, Kamerad. Fürs Gegner ablenken. Abkommen schon. Jawoll. Großen Drachensnapper besiegt. Dank dir, Bones. Super gemacht. Unserer derzeitigen schwachen Verfassung ist das schon ein hartes Stück. Gehen wir erstmal komplett nach oben. Bevor wir den Weg zum Strand wieder einschlagen. Ein Äpfchen. Tut mir leid, ich brauche die Erfahrungspunkte. Dann haben wir hier wieder ein paar Krallenaffen. Das gibt erstaunlich extra einen Flip, damit er besiegen kann. Wird auch so kein Erfliegen. Ey! Das ist ein Schnell. Das war's mit dem Vieh. Sauber gemacht bei uns. Egal was man sagen will, denken will oder sonstiges, schnell sind die wie Sau. Ich frag mich immer noch, was diese seltsamen umherkreisenden Glühbirnchen. Glühbirnchen? Nein, Glühwürmchen natürlich zum Läuten haben. Jedenfalls da oben eine Sackgasse. Dann gehen wir uns jetzt mal nach unten. Oh, ebenfalls ein Krallenäffchen. Ebenfalls dort auf der rechten Seite. Dann gehen wir erstmal nach unten. Gut so. Das ist eine Sackgasse, wie es aussieht. Und auch nichts zum Einsammeln. Dann gehen wir zum oberen Äffchen. Na, wo sind wir denn? Komm her, ich muss mich leveln. Der geht nicht mehr auf. Nope, der ist vor allen Dingen über die Klippe gehuscht. Aus unserer Reichweite. Scavenger, yeah. Fingerblatt gefunden. Alter. Die Viecher alle samt immer so dermaßen weit wegschmeißen können. Vogelvieh erledigt. Das ging schnell. Und noch eine Rolle Hühnchenbeinchen. Abgeschmatzt. Oh Gott, jetzt kriege ich Hunger, wenn ich an Hähnchen... Beine und... Oh, verdammt, ich könnte jetzt was gebrauchen. Ein richtig schön mariniertes. Oh, verdammt.
Wenn es einmal ums Essen geht, dann ist es bei mir vorbei. Was haben wir denn da für einen kleinen Gang? Muss ich jetzt direkt erforschen gehen? Oh. Oh. Oh, oh. Gun. Kugeln und Schrot gefunden. So wie eine Pistole. Knochen. Kommen wir da hoch? Ja. Wir haben also die Möglichkeit hier zurück zum Portal zu gelangen. Ich muss mich speichern. Uiuiuiui. Nein. Das Kristallportal der Kampfküste. Neue Quest. Nein. Was für eine Quest haben wir denn da? Das Kristallportal. Gibt's keine? Nein, keine Infos darüber. Beziehungsweise dazu. So, ich sollte dann vielleicht noch ein bisschen auf den Nahkampf gehen. Und da wir da jetzt nicht durch können, wissen aber, wo es ist, gehen wir da mal runter. Beziehungsweise ich könnte auch des Öfteren die Schatten einsetzen. Jetzt war ich an so vielen Glühwürmchen, dann hätte ich doch mal die Schatten sich benutzen können. Nein. Okay. Nein. Okay, Bones, sagst du vielleicht was dazu? Auch nicht. Wir könnten uns mit ihm auch automatisch an Bord des Kahns bringen lassen. Das ist auch nicht schlecht. Man muss also nicht immer hinrennen. Wenn man halt allein unterwegs wäre, hat man diese lukrative Option nicht. Da unten nochmal zwei Scavenger. Dann gehe ich mal kurz hier den Rundweg ab. Schauen, ob wir da noch was finden können. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das wird also jetzt wieder Spiel mit dem Tod. Was haben wir da eigentlich genommen? Pistole. Selber hat man gefunden. Ich jetzt von hinten an, um ihn abzulenken. Los, auf. Bringen wir den runter. Komm schon, Großer. Der steht nicht mehr auf. Nice dann. Ich bin noch nicht einmal gestorben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Let's Play eventuell ohne einmal zu laden abschließen können. Bis jetzt läuft's gut. Ein Heldenkraut. Jadebrocken. Fehlt eine Stitzhacke, ja. Eine Spitzhacke, um dieses abbauen zu können. Komm her, du Krabbelvieh! Die bohrt sich einfach aus der Erde heraus. Ist ja gar nicht nett. Schade um das gute Opferfleisch. Ist Fernkampf und Magie kann schon verbessert werden. Hier eine Menge Gold. Eine goldene Schale. Wuff. Messer und. Soll ja auch ein ausgiebiges Crafting-System geben, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe. Das über das Interface funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt hier benutzbares, nein, den Plunder habe, dann müsste ich den kombinieren können mit anderen Dingen. Das heißt, ein Meißel mit einem Messer vielleicht, oder? Habe ich hier vielleicht doch was Falsches in Erinnerung? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Wir dürfen uns zwar jetzt frei entscheiden, wo wir wahrscheinlich hinreisen. Ein bisschen an die Hand genommen. So werden wir jetzt aber nicht schlecht. So, wünschen. Erstes.
ab. Also bei uns. Schlecht abhauen. Egal ob als Spieler oder als Kreatur. Und da sollte man es auch immer schön fest nageln. Ich finde es cool, dass Bones uns heilen kann. Das macht ihn für einen der Charaktere sinnvoll, den wir mitnehmen. Es sei denn, er verschwindet nach dem, in Anführungszeichen, Intro. Apropos, diese sogenannte Schattensicht.